Im Kanal Restart einfach. Ich werde einfach alle Videos auf Privat stellen und dann von vorne beginnen sozusagen. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo Leute, und seid herzlich willkommen zu einer Runde Battle Wars mit dem Noxus 3D heute. Hallöchen. Hallo, und er ist im 3D-Clan. Jo, du bist im Disaffirmity-Clan. Genau. Und wir spielen heute eine Runde Battle Wars auf dem Commodore auf der Map Rustic. Und ich weiß nicht, warum ich mir immer irgendwie am Anfang Werkzeuge kaufe oder diesen Knüppel statt Blöcke. Ich hole mir auch immer Knüppel, Spitzhacke und dann hier die schöne Lederrüstung. Na, Lederrüstung oder irgendwie einfach Rüstung hole ich mir allgemein erst, wenn ich an der Mitte bin oder wenn ein Weg zur Mitte besteht und man sich halt battlen kann mit anderen Leuten. Okay, zum Silberspawn kann man auf jeden Fall schon mal. Und ja, der ist aber nicht weit. Ja, okay. Aber es gibt schon Leute, die in der Mitte sind. Leider. Du, aber die ersten sind. Ah, okay. So. Auf jeden Fall, was ich heute für ein Thema ansprechen möchte, ist ein relativ wichtiges Thema, denn ich plane einen Kanal-Restart, oder ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich einen Kanal-Restart machen werde demnächst. Ja, und zwar wird das einfach folgendermaßen ablaufen, nichts Spezielles, ich werde nicht irgendwie meine Videos alle löschen oder so, sondern ich werde einfach meine Videos alle auf Privat stellen und in dem Sinne einfach neu beginnen. Also das heißt, es wird dann wieder beginnen mit Bad Wars Folge 1, mit Survival Games Folge 1, etc. Und ja, weil es ist einfach so, es mit dieser Community, die aktuell hier so ein bisschen besteht, also die ist eine coole Community, aber es ist nicht so, oder ich bin einfach unzufrieden mit all diesem, in Anführungszeichen, Scheiß, das auf meinem Kanal gibt. Und deshalb habe ich gesagt, ich stelle alle meine fast 1000 Videos auf Privat, löscht die aber nicht. Ich stelle sie nur auf Privat. Und da hat eine Angel, ne? Der kämpft vielleicht mit der Angel. Eigentlich gar nicht so schlecht hier auf der Map, finde ich. Nee, das nicht. Oh, Rot wurde schon vernichtet und ich laufe zu Rot. GG Multi. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Ja, habe ihn. Okay. Ja, ich komme gleich wieder zur Mitte. Komisch, ein bisschen was zu essen. Elber, ich glaube. Ja, und es ist dann einfach so. Im Kanal-Restart einfach. Ich werde einfach alle Videos auf Privat stellen und dann von vorne beginnen sozusagen. Weil ich wollte nicht einen neuen Kanal oder sowas erstellen. Es wird natürlich alles so bleiben, wie es ist. Das heißt, Thumbnails werden die gleichen bleiben, Videos werden die gleichen sein, Qualität wird sich vielleicht verbessern sogar. Weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich schauen, wie ich das in die Hand habe oder regeln kann. Oh, ist auch beide runtergefallen. Ja, ich bin down. Okay, ich versuche mal zu gelb zu kommen. Irgendwie. In diesem Sinne wollte ich noch mal sagen, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal beim Multidissimo. LOL! Da haben noch einen Hit gekriegt auf mich. jo, und ja, natürlich genauso bei Noxus, denn der hat auch einen Kanal-Restart gemacht vor einem Monat ungefähr, oder noch nicht mal ganz, glaube ich. Und ja. Ich habe das noch nie gemacht, weil mein Kanal besteht seit bald 4 Jahren und ich habe wirklich fast nie irgendein Video auf Privat gestellt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das verhalten wird und eben der Kanal ist so gut wie definitiv. Das heißt, ja, es wird einfach neue Videos geben und es wird gleich bleiben wie ich. Ich werde die gleiche Person bleiben, ich werde meinen Kanal nicht irgendwie verkaufen oder so. Ist natürlich auch logisch. Auf jeden Fall, ich bin so ein bisschen unzufrieden mit der Community auch so ein bisschen, was halt einfach so passiert ist in der letzten Zeit und ich glaube so auf die Sommerferien jetzt. Wir haben Kanal-Restart, ganz fresh auf jeden Fall. Ich habe auch gerade erst eingemacht und das war wirklich auch nur, um die Community sozusagen nochmal dazu zu bringen, vielleicht mal aktiver zu werden, den Leuten, denen es nicht gefällt und die dann halt auch nie zuschauen, zu deabonnieren und so dazu natürlich. Zu bringen, dass sie deabonnieren. Genau. Also eben, ich sage halt auch immer, die Community halt ausmissen. Das heißt, die treuen Leute beibehalten, die untreuen Leute rausschmeißen, indem sie einfach... Hallo, der kriegt mich einfach jedes Mal! Immer der gleiche Gelb, okay, ich geh jetzt einfach mal zu einem anderen Team als Gelb. Ich meine, sonst kommt das echt nicht gut. Lieber weniger Abonnenten, 10 weniger Abonnenten als 10 mehr inaktive Zuschauer. Ich meine, das sieht ja auch blöd aus, wenn du jetzt auf den Kanal gehst, sag ich mal, stell dich vor, der hätte einfach nur, weiß ich nicht, 10.000 Aufrufe pro Video. Ich meine, das wäre ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Genau, ja. Das ist wirklich so. Hier nochmal 5 Gold, okay. Da schreiben die gerade auf Schweizerdeutsch hier. Nicht einmal auf Schweizerdeutsch. Einmal Ad-Call.
Schweizer. So, dann habe ich jetzt auch einen Bogen. Ach komm, ich bin nicht mal zu gelb. Waren die gelben. Achso, der ist sogar im Clan Swiss oder Switzerland. Lol, der ist doch Clan. Oh, da ist einer. Aber bei warum gehe ich jetzt zu Rot? Weil Rot ist das Bett eh auch schon weg. Hallo, was soll ich sagen? Genau, eben, also, Kanalresort werde ich auf jeden Fall durchführen. Weil ich einfach ein bisschen unzufrieden bin damit. Es wird dann halt, wahrscheinlich also, wenn Max da schnell genug ist, dann wird er einen Kanal-Trailer noch machen für meinen Kanal. Das heißt, was dann alles geben wird. Auf jeden Fall, es wird weiterhin Minecraft geben, es wird weiterhin Minigames geben, es wird weiterhin PvP geben. Es wird auch weiterhin Clicker Heroes geben wahrscheinlich, weil Clicker Heroes wird gefeiert und ich feiere Clicker Heroes auch und deshalb mache ich das auf jeden Fall weiter. Und ja. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und ich würde sagen, wir sollen uns jetzt mal ein bisschen auf die Hunde konzentrieren. Damit auch ein bisschen was draus wird am Ende. Ich kämpfe gerade ein bisschen bei den Gelben. Hab jetzt gerade den Typen mit dem Eisen runtergeschossen. Hier, falls du mal ein bisschen was einkaufen willst. Hier, Gold liegen hier. Ah, ich geh mal zu Grün jetzt. Okay, dann nehme ich die. Die haben, glaube ich, einen Bogen. Okay, oder? Der ist runtergefallen. Und der hat einen Bogen. Ah, fuck, man, ein Grün hat einen Bogen leider. Hier auch ein Hund? Ich glaube, ich hole mir auch einen. Wer war der hier? Ah, du hast einen. Ja, hier. Achso, Gold hast du. Ja, Gold, ich dachte schon. Okay, gut, danke schön. Bleibst du lange ein bisschen sehr in der Mitte? Gut. Hm, na, ich hole mir jetzt einen Bogen, dann komme ich gleich wieder. Down. Badumts. So. Müssen wir überlegen, welches Team wir jetzt nehmen. Einfach so, ich weiß es nicht auf genau. Dich, aber ich habe ihn zweimal gehittet. So, einen Pfeil brauche ich noch, genau. So, sehr schön. Ein Bogen muss man auch immer noch ein bisschen üben, aber ich bin im Bogen eigentlich auf jeden Fall besser geworden, kann man schon so sagen. Der Multis auch ein bisschen dadurch, dass ich viel QSG gespielt habe. Ich habe das Gefühl, ich bin schlechter geworden. Wir müssen einfach den Grünen töten, der einen Bogen hat. Oh, da rennt einer zu uns. Oh, Schütze. Aber ich habe best zum Glück ein bisschen zumindest zugebaut. Ah, ja, ich komm. Ah, nice, nice. Ich habe halt kein Schwert und auch keine Rüstung ansonsten. Ach komm, ich kaufe jetzt erst auch mal noch Rüstung auf jeden Fall. Oder kommt schon der nächste? Achtung! Nice. Okay. Schön. Ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen oder so. Oh, ich baue jetzt hier kurz das Team. Aber ich habe mir direkt einen Level 2er geholt. Level 2er Bogen. Level 2er Bogen, jo. Genau. Wollen wir mal sehen. Versuche ich irgendwie so da zur Mitte zu, also halb zur Mitte zu kommen. Doch, das will ich nicht runterschubsen. Okay, die gelben sind jetzt beide Goldhorn gegangen wieder. Das heißt, man könnte schon zu denen gehen, aber ich will meinen Bogen nicht verlieren. Also ein bisschen bad. Und hier kurz nochmal das Gold ein. Und wir haben jetzt auch eine Teamkiste, habe ich gerade aufgestellt in der Base. Ah, nice, nice. Auch schon 6 Gold. Okay, was macht Grün? Was macht Team Grün? Ich rede sich, dass es irgendwie eine langweilige Runde wird am Ende. Da sind immer noch seinen scheiß Bogen. Getroffen? Nochmal getroffen? Ja, mich hat auch zweimal getroffen. Ich habe ihn getroffen, meine ich. Sonst dominiert mal ein bisschen in der Mitte. Ich versuche mal Team Gelb jetzt zu holen. Nein, versuch's. Ja, die haben auch einen Bogen. Nehme ich mal auf deren Insel. Also, sie sind ordentlich Gold gespawnt, glaube ich. Okay, ich habe schon wieder 4 Gold. Ich hole mir nachher mal ein Eisenschwert, glaube ich. Ja, ich bin einfach noch down, so zur Ergänzung. Ja, ich bin down, aufpassen, gelb kommt. Oh, ist gelb, ja, da ist gelb. Eisenschwert. Ah, ich komme weg. Ich komme zurück zu uns. Was? Ich meine, sonst bin ich gleich tot. Okay, er kommt nicht. Kommt, glaube ich, nicht zu uns. Er baut jetzt die Mitte dafür zu. Hat von einem Bogen getroffen. Da habe ich einen getroffen. Ich komme schnell zurück zu uns. Also, ich will nicht den Bogen verlieren. Ich lege den Bogen mal hier rein. Ich werde den eh nicht mehr benutzen. Ich will nicht unser wertvolles Gold versauen. Ich nehme den jetzt mal Boss bei jemandem, wenn er kommt. Hm. Und ich versuche mir mal noch schnell Eisen zu holen für eine Brust einfach. Aber zum Eisen. Es ist ja echt weit zum Eisenspawn, finde ich jetzt gerade. Du darfst auch nicht dauerhaft durchlaufen, sondern du musst auch immer mal wieder stoppen, zurücklaufen und so. Genau, ja, weiß ich. Ja. Nein! Alter, tatsächlich hat er mich gekriegt. So ein Lappen, Mann. Jetzt habe ich einfach vom Eisenschwert wieder verloren und so. Oh Mann, das ist dumm. Aber ich versuche jetzt mal in die Mitte zu kommen, auch wenn ich nur die Eisenbrust Genau.
Erstmal hier die Mittels, hier den Weg. Ich will ja nicht über was labern, aber mir fällt nichts ein, was ich labern könnte. Mir tatsächlich auch nicht. Die Runde ist ja nicht dazu einfach zu lame. War jetzt auch ziemlich spontan, müsst ihr wissen. Natürlich. Und aber spontane Aufnahmen sind meistens die besten Aufnahmen. Ja, nee, beziehungsweise spontane Runden nimmt man ja grundsätzlich gar nicht auf. Und ist zumindest bei mir so. Okay, ich bin wieder in der Mitte. Ganz ja, sneaky. Ich bin auch in der Mitte. So, oh, da ist er. Shit. Yo! Yo! Okay. Da hat er mich gut erwischt. Also, dieser Pro-Gamers, der ist auf jeden Fall ein Pro. Muss man ihm lassen. Ah, du hast ihn gekillt. Oh, okay. Den nächsten habe ich auch. Shit, wir haben einfach gar nichts mehr. Okay, vielleicht kann ich den runterschmeißen. Ah, nicht. Führ uns mal schnell doch. Wieder Eisen. Oder doch nicht? Ah! Ich weiß nicht, mit einem Stick vielleicht. Ah, ne, ich wusste nur in seine eigene Base damit. Ah, schade. Der hat mich gekriegt, der andere, aber ich habe einen runtergeschmissen und der hat einen Bogen. Laufen wir jetzt lieber wieder in die Base, ich save lieber 9 Eisen. Okay, ich habe 9 Eisen gesaved. Sehr gut. Wir haben ja noch Gold. Ja, ein bisschen haben wir noch. Aber ich lasse das mir erstmal da. Okay. Und auf jeden Fall mal Blöcke. Ich nehme ein bisschen Blöcke mit und versuche mich damit rüber zu bauen vielleicht. Boah, ich habe ein bisschen Stuck auf, glaube ich. Gut. Das kann man sehen. Ja, ich gehe mal Team Grün. Jetzt für den Besuch abstatten. Das weg. Oh! Okay, ich glaub, ich den? Nice, okay, ich hab den Grün, einen Grün mit dem Bogen runtergeschlagen. Hä, Ander, was macht er? Hä, was macht er? Oh, geh raus. Okay, ich hab das Bett von Grün, glaube ich, gleich. Nee, jetzt ist er wieder da. Ich glaube, der war ein bisschen AFK oder sogar vorhin. Oder hat war ein bisschen... Oder hat geleckt oder so, keine Ahnung. Ander, ich hätte einfach den Spitzhack mitnehmen müssen. Ich hätte es geschafft, sonst das Bett von Grün aufzubauen. War close. Na komm, ich versuch's einfach nochmal. Einfach nochmal. Wo bist du gerade? Ja, auf der City-Punkt. Bitte komm! Alter, jetzt geh einmal rein! Komm, ich bin da. Okay, rein. Oh, der hatte nicht mehr viel, aber. Oh, und der hat einen Bogen. Oh Mann, so ein Noob! Mann, der kann ja gar nichts außer Bow spammen. Alter, das war mal ein richtiger Post-Famer. Ja, ich glaube, ich hab viel Gold geschickt. Na gut, aber nein, gehört das dazu zu Bad Wars. Kann man schon machen, wenn man will. Ist auch nicht so nett, aber... Ja, wenn man nichts anderes kann, dann, so, dann tut man es halt. Und einer? Komm, jetzt weiter zu uns, na? So, da ist oh, nein, raus. Ich hatte Bogen und alles. Also Level 3 Bogen. Ja, du, jetzt kommt's. Nee, doch nicht, glaube ich. Ja, komm weg da. Sonst kriegt er uns noch. Geh einfach jetzt mal ganz auf Jungen rauf. Also auch im Bogen. Also Leute, die haben einfach gut sind mit Bogen. Bei denen ist halt echt schwierig, irgendwie da gut durchzukommen. Ohne dass die einem treffen. Ich brauche jetzt mal da oben rüber zu ihm. So ein einer Weg ist es natürlich wirklich schwer. Aber ich hasse das, ich hasse sowas und ich hasse solche Runden wie diese. Ich würde am liebsten liefen. Ja, wäre man nicht in der Aufnahme, würde ich es auch machen. Weil ja, das können wir auch in der Aufnahme liefen. Ich meine, wenn mich das ankackt, hier zu spielen, dann kackt es mich an. Oh, ist eigentlich runtergefallen, Mann! Der hat doch runterfahren müssen. Und jetzt hat er bestimmt auch unser Bett abgebaut. Das wird lustig. Oder nicht? Echt lustig, ja. Ist er noch da? Ah, du bist auch okay. Gut. Nein. Hallo, fahren wir, der trifft so gut, ne? Ich wäre auch so auch gern so gut im Bogen. Lass uns mal runterspringen. Hier ist unser Bett weg. Bin gleich. Ja, er ist down. Er ist down. Solange du es nicht selbst abbaust. Ja, Hallo, Mann. Ja, Bett okay. Weg. Bett ist weg. Nein. Okay, tschüss. Ja, ich bin raus. GG. und direkt Deutsch geht. Oh Gott, ich würde sagen, wenn auch die Runde, wenn ihr die Runde gut fandet, weil gefallen kann man die Runde nicht unbedingt nennen, dann lasst eine positive Bewertung da und schaut auf jeden Fall beim Nochstuss vorbei.
Und ja, wie gesagt, Kanal ist out. Das wollte ich eigentlich sagen mit diesem Video. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Peace out und macht's gut, Leute. Bei mir auch. Tschüss, Leute. Schaut doch bei Mutti, das ist immer vorbei. Bis dahin. Ich will, wir nehmen die Runde jetzt mal trotzdem, obwohl ich normalerweise Runden nehme.